diesen Stream irgendwann für YouTube schneide. Dann habe ich das jetzt rausgeschnitten und jetzt sind wir wieder auf YouTube. Oh Gott, war das anstrengend. So, gibt's hier einen Händler? Das ist mein Angebot. Seht euch schnell um. Oh, das waren Geschenke. Oh, das waren Geschenke. Geschenk. Ist es das? Ist das? Benutze diese Crew-Fähigkeit, müsste ich gerne einmal benutzen. Crew-Fähigkeit. Kann ich das? Kann ich nicht. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Ah. Danke. Danke. So, dann machen wir das, wofür wir eigentlich hier sind. Nämlich Story. Erstmal, was er hier zu sagen hat, der Lieutenant. Jedi, ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass ihr gekommen seid. Willkommen im Aurek-Stützpunkt. Naja, was davon übrig ist. Ich bin Lieutenant Leskin. Hat euch das republikanische Oberkommando geschickt? Wurde mein Notsignal empfangen? Ich denke nicht, dass euer Signal durchgekommen ist. Die Station machte einen ruhigen Eindruck. Ihr wisst es nicht? Wenn ihr nicht als Antwort auf meinen Notruf hier seid, weiß ich nicht, was wir tun sollen. Wir halten nicht mehr lange durch. Eine Explosion in einem der Gleiterhangars hat die Hauptenergie ausgeschaltet. Sekunden später standen wir unter starkem Beschuss durch das Imperium. Unsere Schilde hatten noch nicht auf das Notsystem umgeschaltet. Ohne die Schilde müsst ihr schwere Verluste erlitten haben. Was ihr hier seht, Jedi, ist vermutlich alles, was von der Republik in dieser Gegend von Hoth übrig geblieben ist. Wir haben noch immer Leute da draußen im Einsatz auf einer wichtigen Mission. Zumindest war das so, als wir angegriffen wurden. Aber die Imperialen und die Kälte... Ich habe nicht genug Leute für eine Suchmannschaft. Bitte, wenn ihr da rausgehen könntet. Ihr seid ihre einzige Chance. Wohin soll ich mich begeben? Sie sind ausgezogen, um die Langstreckensensoren zu überprüfen. Wenn die wieder laufen, warnen sie uns, bevor uns ein weiterer Angriff trifft. Wenn ihr sie findet, gebt ihnen das hier. Waffen und Vorräte. Dann schaffen sie es vielleicht zurück. Ich danke euch. Jo. So, rette Sergeant Rust und seine Männer. Suche nach Überlebenden. Okay. Wo ist denn hier Ausgang? Hier ist Ausgang. So, da und da. Hier ist es Suche nach Überlebenden. Und die Bonus... Och. Ah! Die Heldenquests haben mich total fertig gemacht. Die Klassenquest ist da hinten. Die Heldenquests haben mich jetzt echt fertig gemacht, aber... Wir haben gut was geschafft. 5 Level haben wir heute schon erreicht. Also geschafft, gemacht, wie auch immer. Ja... Können sogar noch Level 50 schaffen heute. Sieht gut aus. Kontaktiere Überlebende. Wo? Da? Habe ich Halluzinationen? Ich hätte nicht gedacht, dass auf diesem Planeten noch jemand am Leben wäre. Was gibt es Neues vom Aurek-Stützpunkt? Außer Rauschen empfange ich nichts. Langsam glaube ich, sie sind schon abgerückt und haben uns zurückgelassen. Der Aurek-Stützpunkt ist in schlechtem Zustand. Sie haben schwere Verluste erlitten und brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass du nicht so negativ sein sollst. Sie haben uns nicht zurückgelassen, sie sind nur fast alle tot. Stimmt, in Sachen Optimismus bist du wirklich ein Vorbild. Was ist mit unserer Mission? Wir können die Sensoren nicht in diesem Zustand lassen. Oh Gott, was ist das für ein Typ?
Sie haben uns nicht zurückgelassen, sie sind nur alle tot. Ja, das macht's auch voll besser. Oh Gott, der Typ, ey. Ich dachte, ihr könntet es kaum erwarten, zum Stützpunkt zurückzukommen. Habe ich was verpasst? Wir waren hier draußen, um die Langstreckensensoren zu überprüfen. Sie wurden beim Angriff beschädigt, können aber leicht repariert werden. Jedenfalls, wenn man sie erreichen kann, was wir offensichtlich nicht konnten. Ohne die Sensoren ist der Aurex-Stützpunkt blind. Sie werden keine Warnung erhalten, wenn das Imperium kommt. Wenn ihr die Anlage erreichen könnt, könnt ihr sie wieder in Betrieb nehmen. Es gibt jedoch viele Imperiale in der Gegend. Wir sollten aufbrechen, wenn wir nicht erfrieren wollen. Wir sehen euch dann im Stützpunkt. Gott, Gott, das Spiel macht mich heute echt fertig, ne? Erst am Anfang hat der eine den anderen unterschwellig fett genannt. Und jetzt sowas. Sie haben uns nicht zurückgelassen. Sie sind nur alle tot. Ja. Danke. Hier komme ich nicht. Ja. Zumindest ist das hier keine Heldenmission mehr und die gehen hier schneller weg. Trotzdem werde ich die Bonusmission nicht machen. Oh, Hoff, Verwüstung des Imperiums. Hui, Erfolg. Na, so. Okay, benutze Kommunikationskontrollkonsole. Die hier? Andere Seite? Oder andere Seite? Geht mal bitte hier ein bisschen aus dem Weg. Danke. Kehre zu mir mit Kennen Lasken zurück. So. Es ist eigentlich ziemlich egal, ob ich jetzt zur Hauptmission, also zur Klassenmission gehe oder zu Lasken zurückgehe. Ich mache die Klassenmission. Ich mache die Klassenmission. Da machen Rette Sergeant Rusk und seine Männer. Okay.
Selbstmordschwadron, okay. Ach ja, das war ja das mit den Druiden. Mit den Selbstmorddruiden, wenn man wenn Druiden Selbstmord begehen können, wenn nicht, ne? Ich muss hier runter. Sieht so aus. Hep. Hep. Ja. Oh, guten Tag. Aufrisch. Ach so. Ich hatte keinen Fokus, heißt es, glaube ich, beim Jedi-Ritter. Hier sind sie ja. Lianaris schickt mich. Anscheinend komme ich gerade rechtzeitig. Keine Sorge, Jedi. Ich hätte diese Stellung noch ewig halten können. Natürlich. Sergeant Fideltin Rask, 301. Infanterie. Mein Trupp steht euch zu Diensten. Es gibt keinen Trupp mehr. Außer uns ist keiner mehr übrig. Wir sind so lange ein Trupp, bis ich etwas anderes sage, Private. Und jetzt steht auf. Dieser Mann braucht einen Koltotank. Ihr seid ein Ein-Mann-Trupp, Sergeant. Er kann ein Gewehr halten. Das reicht, um die Mission zu erfüllen. Es war unser Ziel, die imperialen Vermessungskarten des Raumschifffriedhofs zu sichern. Ziel erreicht. Dabei sind uns imperiale Angreifer gefolgt. Eigene Verluste? 66,4%. Gegnerische Verluste? 100%. Moment! Ich erfasse draußen eine neue Welle von Suchtdroiden. Sie kommen hierher! Ich werde mich mit dem Sergeant darum kümmern. Haltet den Kopf unten. Niemand lehnt sich hier zurück. Wenn ihr ein Ziel seht, schießt. Jawohl, Sir. Da kommen sie! Okay. Wo? Ah. Das war's? Okay. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Feindliche Verluste 100%. Ihr könnt jetzt rauskommen, Private. Ja, Sir. Danke, Sir. Dankt diesem Jedi-Soldat. Er hat eure Arbeit gemacht. Sergeant, evakuiert den Mann in eine medizinische Einrichtung. Hier sind die imperialen Vermessungskarten des Raumschifffriedhofs. Lianaris möchte sie sehen. Ich kehre zur Basis zurück und baue meinen Trupp wieder auf. Wir treffen euch so bald wie möglich bei ihren Koordinaten. Bleibt wachsam da draußen. Hier ist General Kellen Grain vom republikanischen Oberkommando. Ich bin gerade im Orbit über Hoth angekommen. Da unten herrscht ein ziemliches Chaos. Wie es heißt, habt ihr einige Männer von der 301. Infanterie für eure geheime Mission abkommandiert. Die imperiale Offensive hat uns in schlechter Verfassung zurückgelassen. Wir haben euch einen Gefallen getan, jetzt benötigen wir einen. Die Jedi sind stets gewillt und bereit, euch zu unterstützen.
Scout-Teams haben mehrere imperiale Waffenplattformen entdeckt, die in den Eisfeldern in der Nähe unserer Basis errichtet werden. Wenn der Feind so nahe Artillerie aufstellt, kann er unsere Fähren abschießen. Ihr müsst diese Waffenplattform zerstören. Sofort! Ich mache mich sofort auf den Weg. Wo muss ich hin? Ihr erhaltet soeben die Koordinaten der imperialen Waffenplattformen. Viel Glück! General Crane, Ende! Wir haben uns einen Gefallen getan? Wann denn? Wann haben die denn uns einen Gefallen getan, die Guten? Okay, da. Ich gehe erstmal zurück zum Aurek-Stützpunkt. Ah, können wir auch in die Kantina gehen. Ist ja egal gerade. Upp. Erstmal du. Ihr habt es geschafft. Willkommen zurück. Jetzt, da die Langstreckensensoren wieder laufen, sieht es so langsam so aus, als könnten wir das hier überstehen. Jedi, wir fühlen uns geehrt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zu helfen. Diese Leute verdanken euch ihr Leben. Ich danke euch. Sind die Soldaten auf dem Rückweg auch nicht den Imperialen in die Arme gelaufen? Sir, soeben wurde ein Notsignal beim Energierelais abgefeuert. Das Relais ist der einzige Grund, dass wir noch Schilde und Wärme haben. Wenn die Teils, die es verteidigen, überrannt werden... Befehle, Lieutenant? Ich weiß nicht. Ist halt wirklich ein Waschlappen. Wohin wenden wir uns nun? Bitte, geht zum Relais. Wenn ihr das Imperium nicht zurückhalten könnt, setzt ein Notsignal. Wir werden versuchen, den Stützpunkt so weit möglich zu evakuieren. Okay. Hinter uns, mehr oder weniger. Na dann, machen wir erstmal das. Ach hier, mit dir soll ich quatschen. Okay. Als euer Notsignal zu sehen war, dachten alle im Aurek-Stützpunkt, dass ihr in Gefahr wärt. Keine Sorge. Hier. Aha, repariere. Okay, da. Na dann. Warte, hier rüber, hier ist irgendwo was. Versuch mich mal hier ein bisschen entlang zu schleichen. Ja, sieht gut aus. Na gut, wir haben ein bisschen was gepult, das ist okay.
Könnte schlimmer sein. So, einmal hier, einmal das, dann das und dann fällst du noch um und du fällst bitte auch nochmal um. Du fällst bitte auch nochmal um. Dankeschön. Das Ding?